die es irgendwann mal schaffen, die beiden da noch zu füllen, dass wir wieder nach darüber schieben können. Nö, die füllen lieber einfach irgendwo random. Ich hätte eigentlich jetzt gerade spontan Lust, sie zu ignorieren. Aber ganz so kann ich das leider auch nicht machen. Wo ist der letzte fehlende Stein? Nirgends. Ist entweder die spawned oder ein anderer hat ihn mitgenommen. Auch gut. Die füllen hier echt nicht die drei Felder. Also die zwei Felder, die anderen sind mir egal. Jetzt bin ich mal etwas passiv-aggressiv. Die stehen doch zu füllen, oder? Okay, er füllt die beiden. Ist ein Anfang. Nö, aber wenn ich ihn direkt daneben stelle, er hat keinen Bock, das Feld zu füllen. Auch wenn es gerade noch nicht von irgendjemandem besetzt ist. Die Treppen halten sich übrigens noch gut, aber... Werden sie auch nicht mehr ewig. Niemand verhebt für die Ewigkeit. Soll ich es ignorieren? So. Oh, ein Feld wurde gefüllt. Jetzt muss noch das zweite gefüllt werden. Da weigern sie sich auch wieder vehement. Oh, einer hat's geschafft. Einer hat's geschafft. Das... Ah, das war... Panik!
Nein. Nein, nein, nein. Ah. Da drauf einfach klicken müssen, oder? Nur weil ich aufs falsche Ding geklickt habe. So, bewegt euch. Da läuft echt mit 19 weg. Dieses Spiel ist manchmal grausam. Es leckt dann, man sieht nicht, was man wirklich macht. Und dann hat man auf einmal einen Abrissbefehl bis zum Mittelpunkt der Erde gegeben. Und wenn man dann versucht, ihn wieder rückgängig zu machen. Und außer dieser Pause hat das Spiel ja nichts. Und in der Pause kann ich nichts kontrollieren. Ach ja. Kein Kommentar dazu. Also hierzu, nicht zu dem, was gerade passiert ist. Sind wir übrigens wieder total chaotisch, anstatt dass sie mal die zwei auffüllen. Da. Ein Steinchen scheint wieder verloren gegangen zu sein. Oder ich sehe es gerade nur nicht. Oder ist das mit der AI zurzeit die Rache dafür, weil ich mit dem Brick von her gecheatet habe? Haben wir ganz ziemlich am Anfang von diesem Projekt hier gemacht, also habe ich gemacht.
Der läuft mal wieder auf der Stelle, unser Hydra hier. Und ja, ich weiß, es ist immer noch spannend, was hier so abgeht. Oh, jemand füllt hier. Wenigstens einen Block. Gemeinheit ist ja auch, ich kann nicht einfach mal die Kontrolle über einen Bricktron übernehmen und ihm direkt sagen, was er machen soll. In anderen Spielen dieser Art geht das mal manchmal. Also ich ignoriere das mit den Steinen langsam mal. Und ich kann es irgendwie nicht ignorieren. Also ja, langsam wird es schwierig, das Ganze zu ignorieren. Ernsthaft. Komm, füll doch einer bitte das hier. Danke, May. Du bist jetzt unser aller Held. Das war jetzt zu viel des Guten. Langsam keine Lust mehr, die zu micromanagen. Aber ich tue es einfach noch. Weil sonst habe ich echt nichts zu tun. Also mich über den Deck zu ärgern. Hey, er füllt da auf. Gut, da er da jetzt aufgefüllt ist. Füllen wir mal so auf.
Gong. Weite deines Amtes. Aufräumer. Ich verwische aber auch wirklich ziemlich oft Gong für die Art von Arbeit. Oh, die füllen hier gut auf der Seite runter. Auf? Kann ich zufrieden sein? So, das kann ich noch ein bisschen nach unten ziehen. Bis hierhin ungefähr. Ich finde es gerade interessant, dass sie jetzt gerade hier wieder in Reihe auffüllen. Und nicht mit... Ich hätte nichts sagen sollen. Gut. Gucken wir noch einmal kurz zu unserem Steinbruch. Oh, da liegt zur Abwechslung mal keine Steine rum. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber ja, ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal wieder. So, mit Save Override. Und dann ist es mal wieder Zeit für einen kleinen Cut. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit dem großen Auffüllen und hier mit Micromanagement. Also, bis gleich.